Yeah, know what it is. It's Abdullah Tapia. We're back again in Freiburg. As you can see behind me, a lot of things going on. So we're going to ask the people. The topic is message to your ex. Yeah, I know what it is. If you're new here, please smite the subscription button for more videos. What's your name? My name's Felix. Nice. The topic is message to your ex. Okay, I should send one right now. You serious? No. Why not? Let's go. Send one message to your ex. Okay, hey, keep your head up. I know you're having a hard time, but I know you're gonna make it. I'm there for you. I'd love. You serious? To give you safety and all you need. Okay. Yeah. Okay, do you miss her though, or you don't miss her? Do you wanna maybe, if you have a chance, to meet her again? We're gonna try that. In terms of like coming back together, no way. Why not? Yeah, there's a reason we are. I think these reasons they never stopped being because it was something with my person and her person. Okay. But we are really, actually, we're quite good friends right now. Uh-huh. Yeah. You still have a connection with her, contact. Yeah. And yeah, very good guy. You know, you wish her all the best in life, yeah? Yeah, I miss her a lot because she emotional, damn it. Recently moved to Berlin. Berlin. But yeah, nice but place. Yeah, but so fucking far away. How I'm gonna? Yeah, you know. Yeah, it's exactly. And you're seeing this, you know. What the fuck? Not for you, you know. So thank you so much. We really appreciate it. Hey, no, it's no problem. Thanks, man. Hey. Yo. I'm here with the boys. Or wie heißt du? Marco. Marco. Enrique. And Marlon. Marlon. Lena. Johnny. Johnny. Yeah, yo. Let's so. Ein Moment, die Frage ist Nachrichten an deine Ex. Ja, Mann. Also, auf jeden Fall, es war echt richtig geil mit dir. Geile Zeit so. Er braucht dich noch. Komm nochmal zurück, gell? So. Ja. War schade. These nuts! Geil! Ja, schade einfach. Aber ich bin dir dankbar eigentlich für alles. Ja, Mann. Und? Was sagst du da? Ja, Digga, ich hoffe, dir geht's gut. War eine schöne Zeit, Digga. Ja. No. Alles Gucci. Lovely. Alles Gucci. Digga. Erstmal Shoutouts an Hagler. I broke up with my ex-girl. Nächstes Mal. Here's a number. Okay. Psych! That's the wrong number! Das ist auch vollkommen okay. Also. Egal, ob gut ist oder schlecht ist, aber ich glaube immer. Genau. Ja, deswegen, ich hab da eigentlich nichts mehr zu sagen. Also, ich finde, es ist okay, wie es ist. Ja. Und es gibt auch wichtige Gründe, warum es so ist. Und ich finde, dann sollte man auch einen Cut machen und neu anfangen, anstelle immer so hinterher zu trauern, weil oft ist das so eine romantisierte Vorstellung, was man hat. Mhm. Also man denkt so, es war eine gute Zeit, aber es gibt ja auch einen Grund, warum man sich getrennt hat. Ja. Und was man sollte so, wer loslässt, hat die Hände frei. Mhm. Ja? Und? Bro, was denkst du? Digga, was hast du denn? Was sagst du dann? Als ich Schluss gemacht habe, ich brauchte einen Promille. Ain't nobody got time for that! Ain't nobody got time for that! Und schnelle Beine. Anders ging's nicht. Wieso nicht? He tried it. Sie ist mit dem Auto hinterhergefahren. Ich musste schnell sein. Ja, okay. That's alles klar, Bro. Das war's, gell? Vielen Dank. Hat Spaß gemacht, gell? Hier, krass. Yo, abonnieren bitte alle, gell? Wie heißt du? Alina, nice. Nachrichten an deinen Ex. Habe ich tatsächlich erst gestern geschrieben. Mhm. Ganz ruhig, ganz freundlich. Hi, wie geht's dir? Freundlich geantwortet oder hat er... Ganz entspannt. Okay. Also. So, würdest du, wenn du eine Chance hast, würdest du nochmal Kontakt? Oder würdest du sagen, ach nein? Ich glaube, es ist auf so einem ganz entspannten Level. Wenn man sich begegnet, ist alles gut, aber mehr muss auch nicht sein. Ja? Ja. Dankeschön. Okay. So, wie heißt du? Marleen, nice. Hast du Nachrichten an deinen Freunden? Also ich habe noch Kontakt mit meinem Ex-Freund tatsächlich. Okay, ja, hast du noch Kontakt? War denn halt besonders so am Anfang sehr, sehr, sehr gut? Keine Ahnung, wir haben uns getrennt, weil ich in der Anomie war. Holy moly. Nur das? Nur das oder war das andere Kronen oder?
Wir haben uns in Amerika getrennt, weil es einfach nicht gepasst hat. Okay. Und wohnt ihr auch hier in Deutschland oder wohnt ihr, oder wo ist er denn? Nein, der wohnt in Deutschland. Ja. Hast du irgendwie eine komische Nachricht, was du ihm sagen wolltest oder irgendwas Gutes? Irgendwas Gutes? Oh, Shadow, damn it, man, what a swami! Emotional damage. Ja, dass er. Ich meine, er hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin, ganz klar irgendwie. Aber im Nachhinein, ich hätte Schluss machen sollen, bevor ich nach Amerika gegangen bin. Aber hast du bis jetzt immer noch Kontakt? Ja, wir sind im gleichen Freundeskreis. Okay, alles klar. Das war.